Freude auf! Spawn ein Auto! Ich? Dein Jeep. Okay. Ja. Irgendwas Sparsames. Du haust es, weil wenn Internet lags hier, lande ich im nächsten Baum. So, wir sind hier umzingelt von meinen Tiles. Oh mein Gott. Wir stehen auf eine von mir und alles drumherum ist auch von mir. Bis auf die Straßenteils. So, ich schnapp mir den Beifahrerplatz. So, dann überlasse ich es dir erstmal, das Ziel zu finden. Einfach der Straße folgen. Okay. Also vom Parkplatz runter und dann. Mach mal Licht an, es ist so dunkel heute. Jo. Oh. Internet lag sind ein bisschen heftig hier bei mir, aber gut. Okay. So, dann da parken, dann geht's zu Fuß weiter. So, Fahrzeugsicherheitshalber entfernen, einfach der ja. FPS zuliebe. Besser auch wenn jetzt noch alles mit 60 läuft. Man weiß ja nie, ne? Auf geht's, komm. Ja, ich lauf ja schon. Musst du noch meine Wanderschuhe anziehen. Okay, ja. Bitte nicht sprengen, okay? Das ist jetzt... Sprengen machen wir zum Schluss, wenn wir mit allem durch sind, okay? Ja, ja, ja. Oh, das ist das Teil, ja. Ja, da sind wir mal wieder. Ein schöner Wanderweg, ein Wanderweg, ja, das ist so fein. Aber irgendwie auch gemein. So. Oh, ich habe mir schon Blasen gelaufen. Trainieren? Hopp! Krieg ich voll die fette Hornhaut. Bäh. So, mal kurz hier warten. Ich öffne gleich eine Kasse. Aha. Da ist mal Tickets gekauft. Oh, das ist ja cool. Das sieht toll aus. Ja, da ist ein Cybermuseum drin. Habe ich ein paar ja, aber auch hier Sachen von mir reingestellt. So. Die Kassen finde ich cool. Hallo, ja, ich bin deine... Hilfe. So, jetzt. Guten Tag. Ticket. Eine Tageskarte oder... Ticket. Ja, Tageskarte oder Ticket. Was wollen Sie? Ticket! Was kriege ich denn für ein Bearing? Oder was wollen Sie? Was kriege ich für ein Bearing? Nächste Tageskarte kostet 25 Euro. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, passt. 12, hier ist Ihr Ticket. Oh, danke. Eingang ist da drüben. Ist da links neben Ihnen. Ja, ich nehme mein Geld nur wieder mit. Ah, nein. Ticket! Oh, bitte dann die Treppe links neben Ihnen hoch. Was ist das hier? Was? Ja, das hier. Ich sehe das nicht mehr, ich bin schon woanders. Achso. Ich bin im Gebäude drin. Was sind so viele Reifen? Kleine und große Reifen. Ich glaube, du bist im Museum drin. Warte, dann komme ich nochmal kurz runter. Ja, du bist im Museum drin. Das sind alte Gondeln von mir und alte Technik. Was ich früher. Oh. Ja, die hatte noch die Vanillascheiben, die sind brüchig. Oh! Ich hab's nur angeguckt. Okay, was ist das? Das ist eine alte Klemme da. Das war eine etwas spätere, aber meine neuesten sind noch kleiner. Ah, okay. Ich bin ein kleines Spielkind. Ach, Mann. Holt einer mal die Mami. Komm, wer bitte mitkommen? Ja, ich komme. Hallo, hier lang. Hier. Wo lang? Hier, du? Nee, hier. Nein, los, hier. Also. Und dann da die Treppe hoch, bitte. Und dann dort. Hi, Captain. Oh, noch mehr Stufen. Ich muss den Personaleingang nehmen. Ticket! Ticket! Oh, das sieht schon cool aus. Muss ich hier mein Ticket einlösen? Solange rot leuchtet, kommst du nicht rein. Ja, toll. Warum sollte ich dann schon hochgehen? Kurz warten. Ich lass dich gleich rein. Achtung! Oder warte. Ich geb dir mal das Drehkreuz frei. Komm, du mal. Geh durch. Boah, Alter, einfach durch. So, jetzt ist es wieder gesperrt. Oh, ich bin runtergefallen. Oh,
Lässt du mich nochmal durch? Die hat nochmal frei, komm. Dankeschön. Oh, ich bin schon wieder runtergefallen. Willst du dich nicht benimmst, geht's nicht los. Ganz einfach. Lässt du mich nochmal rein? Danke. Ja, oh, ich bin da wieder. Also. Bitte nichts drücken hier, es. So. Ticket! Achtung! Oh, was ist das? Das ist voll die fette Wand. Ah, okay. Noch nicht einsteigen, bitte. Wenn es sein muss. Einsteigen, erst wenn. Oh, ich bin aus Versehen rausgelaufen. Ja, jetzt lass sie dich nicht mehr rein, jetzt musst du draußen warten. Naja. Lässt du mich wieder rein? Es wird automatisch eine Kürze freigegeben. Du siehst, es leuchtet schon gelb, öffnet. Das heißt, öffnet in Kürze. Ah, steht da gar nicht. Die gelbe Lampe heißt, öffnet in Kürze. Ja, aber das steht ja nicht. Woher soll ich das dann wissen? Ich sage es dir doch. Naja. Ach ja, stimmt. Habe ich zugehört. Was steht da? Naja. Wo? Naja. Ticket! Ich hab ein Ticket, komm. Lasst mich rein. Wenn soweit das grün leuchtet oben, kommst du rein. Oh. Entschuldigung. Hör bitte nicht die Gondeln boxen, danke schön. Ja, so ja. Das waren einfach Versehen. Kurz warten, ein paar Minuten kommst du rein. Ticket! Du kannst ja durchs Fenster schauen, da siehst du ein bisschen, wie es da drinnen abläuft. Oh. Ja, das kann ich tun. Warte. Boah, wie cool. Die Gondeln bewegen sich. Da klatscht einer immer so. Wer klatscht denn da so? Das sind die Soundfeatures dieser Bahn. Ach ja, genau. Ich dachte, da klatscht. Ich dachte nicht, dass sie da was hat. Klingt so wie so ein Klatschen auf dem Po. So. Ba, 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 ba. Ist der Sound dann in der Gondel drin? Ja, oder? Ja, in der Gondel. Okay. So, ich bereite schon mal das Inventar für nachher vor. Okay. Was? Ice World. Aha, okay. Bin mal gespannt. So heißt das Gebiet. Und die Bahn hier ist die Gondelbahn Grünalm. FPS, alles gut bei dir? Ja, super gut. Total flüssig. Ja, gut bei mir auch. Sieht echt toll aus. Jetzt kommen halt die Gondeln alle aus der Garage raus. Und in echt darf da auch noch niemand einsteigen, erst wenn alle draußen sind. Sicherheitshalber, oder? Ja. Das müsstest du jetzt noch kurz abwarten, aber es. Hälfte haben wir schon. Ja. 2 Jahre später, das passt auch noch. Und da klatscht einer. La la la. So, Gondel 7 geht, das ist doch schon mal. So, was sagt denn das Gondelradar? Es gondelt, sagt es. Ja, wenn wir. Ah, jetzt geht die Tür bei mir auf Internet, Lexi. Okay, die ersten sind schon in der Bergstation und kommen dann gleich wieder runter. Gut. Ich habe Ticket, lass er mich rein. Ich gleich, habe Ticket. Die Bahn öffnet in wenigen Minuten. Ich habe Ticket, ich will hier rein. Ich habe bezahlt mein Geld zurück. Die Bahn ist noch in Vorbereitung, in Kürze. Ich will mein Geld zurück.
Da kann ich ja gleich hochlaufen. Ich habe ein Ticket, darf ich jetzt rein? Einen Moment noch, bitte. Es jetzt? Müssen noch 3 Gondeln raus. Guck, die erste kommt schon runter. Jetzt? Jetzt? Sobald die erste unten ist, wird gleich stehen bleiben. Und jetzt? Dann leuchtet oben auch gleich grün und dann kannst du durch. Jetzt? Ampel leuchtet grün, aber er lässt mich nicht rein. Also noch grüner wird's nicht. Er lässt mich nicht rein. Ey, jetzt ist wieder gelb, komisch. Ich hätte schwören können, die war schon grün. Oh, die paar Sekunden Geduld hast du doch noch. Jetzt? Klarheit. Ich habe ein Ticket, lass du mich rein. Hallo. Oh, hallo. Sonst wird das Ticket eingezogen. Ah, oh. Ich habe ein Ticket. Darf ich jetzt rein? In wenigen Sekunden ist grün. Jetzt komm. Ich glaube, echt geistige Kinderticket locker ausgereicht. Körperlich jetzt nicht, aber... Ah, ich komme hier nicht rein. Gleich. Hui. Warte, ich mach Hechtsprung. Oh, hey! Immer noch nicht. Aber jetzt. Hey! Oh, ich habe ein Ticket, ich darf rein. Ich bin VIP. So. Jetzt warten, hier ist der Einstiegsbereich. Achso. Danke. Oh mein Gott, Ohrenschmerzen, aua, Kopfweh, ah, ich gehe wieder. Hilfe! Ach, besser. Oh, guck mal, Gondel, ich habe Ticket, ich darf fahren. Ich habe Ticket, ich darf fahren. Ja, komm rein da. Wenn die Tür zu, dann machen die Pups. Also bitte nicht. Doch, genau. Jetzt. Tut mir leid, konnte nicht länger warten. Ich habe ein Ticket. Alles gut, jetzt fahren wir ja hoch. Ja, stimmt. Och, Mann. Kinder unter 6 Jahren fahren kostenlos. Also bei deinem Vorher hättest du gar nicht erst zahlen müssen, aber gut. Ah, stimmt. Naja. Oh, es wird schon kälter. Was, wenn ich jetzt aufstehe? Bitte nicht. Fall ich dann runter? Kann sein, bitte nicht. Okay. Oh, ich habe eine Taste, da steht Fett E drauf, glaube ich. Oder ist das ein B? Ich bin mir nicht sicher. E ist eklig, bitte nicht E drücken, danke. Nicht E? Okay, ich nicht E. So, da kommt der Gletscher in sich. Es könnte aber auch ein M sein, wenn man es auf die Seite dreht. Hat es dann eine andere Funktion, wenn ich es auf die Seite drehe und drauf drücke? Oh Mann. Können Sie mal ausprobieren, oder? Oh, eine Zwischenstation. Cool. Muss man da umsteigen, oder was? Ja, muss man. Oh, brauche ich dann noch ein Ticket? Nein, das ist ein Tagesticket. Es geht in allen Bahnen hier. Ach so. Also in 2 Bahnen Tagesticket. Der Tagesticket alle Bahnen an einem Tag unbegrenzt. Krass. Okay. Muss ich dann auch wieder so lang warten? Nein. Gut. Da drücke ich nur auf den Knopf und dann geht die Kiste los. Geil! Ich bin mit dem Betreiber in einen Waggon, in den ich gefurzt habe. Sehr schön. Das ist eine Gondel. Meine ich doch. Du schreibst immer Sesslift in den Titel, obwohl es eine Gondelbahn ist. Ja, komisch, gell? Oh, jetzt bleibt sie stehen. So. Kommst du so, komm. Ey, Ticket! Erstmal Ticket zeigen hier. So, gleich hoch. Ey, das ist der... Nein, so, da nicht, okay. Da nicht. Darf ich nicht? Erstmal, was sind die... Erstmal trinken oder gleich hoch? Was, trinken?
Also da ist ja eine Hütte, da kann man was... Grünalm... Hütte, du hast Alm falsch geschrieben. Habe ich nicht. das ist so. Boah, hier gibt's ja richtig... Hier kann man ja richtig... Guten Tag, was wünschen machen. Sie? Ein... Schrott. Ein Schrot. Bier? Ein Bier. Okay, nehmen Sie Platz. Ei, ei, Captain. Ich will raus! Hier drin riecht's nicht so gut. Wir haben Brathähnchen oder unseren Tagesteller. Ich will ein fettes Händel! Okay, erstmal hier ihr Bier. So, ihr Hähnchen kommt gleich. So, ab damit in die Mikrowelle. Das ist ja warm. So. Oh, schon fertig. Oh. So. Nee, das ist ein Mikrowellenhähnchen. Wer will denn sowas? Schmeckt das? Einen Moment. Das ist bestimmt voll gummimäßig, oder? Was? So. Einmal das. Und ihr Hähnchen, bitteschön. Dankeschön. Das sieht noch nicht so durch aus. Ich will's knuspriger. Lässt sich nicht färben, tut mir leid. Knuspriger. Lässt sich nicht färben, tut mir leid. Knuspriger! Ja, so ist okay. Dankeschön. Schade, dass Xirin jetzt nicht dabei ist. Ja, ja. Die mag kein Bier und auch kein Händel, also besser nicht. Naja. Na gut, die macht nur die Stimmung kaputt. Gehabt. Noch einen Tagesteller gehabt. Oh, das hätte ich lieber. Das sieht knuspriger aus. Naja. Ich starte schon mal die nächste Bahn. Ja, ich trinke so lange aus. In aller Ruhe, wir haben Zeit. Es ist ja niemand mehr hinter mir. Sehr schön. So. Gut. So, das macht dann 95 Euro, bitte. Warte. 1, 2, 3. Oh. 1, jetzt ist mehr Platz. 2, 3, 4, das dauert ein bisschen. Passt, der Tisch ist schon 4, weggeflogen. 5, 6, 7, 8, das dauert ein bisschen. 9. Oh, der fällt. Der Tisch jetzt auf die Stelle nicht. Jetzt. Und die Stühle sind auch weg, oh Mann. Jetzt sind alle weg. Also mit dir kann man echt nicht essen gehen. Naja, ich nehme immer die ganze Inneneinstammausrüstung mit. Ich nehme alles mit. Hörst dich gerade voll komisch an, bist du gerade weg? Ja, ich bin ein bisschen weiter weg, weil... Ich versuch so lange den Tisch zu ersetzen. Yes. Hier ist auf dem Bauernhof so ein kleiner Junge, der hat gerade Ferien. Der hat eigentlich eh das geilste Leben, glaube ich. Der darf mit den ganzen Traktoren hier fahren und Auto fahren. Der ist, keine Ahnung, 10 oder so. Die armen Traktoren. Ich bin ja gut bereit, dass ich das Mobiliar ersetzen kann, danke. Ja, ja, ja. Und jetzt hat er eine Motocross gekriegt und er fährt den ganzen Tag hoch und runter, hoch und runter. Hallo, platziert sich dieser Tisch auch mal? Ganz toll. Ich meine... Ich freue mich für ihn, aber mich nervt's. Das Mechanik will mir den Tisch nicht platzieren. Ja, irgendwas ist da noch im Weg. Versuch's mal jetzt. Bei mir leuchtet es weiß, also. Jetzt stehst du drin. Ja, irgendwas ist da. Guck mal, ich kann da irgendwas abbauen, aber das geht nicht weg. Siehst du das? In der Mitte, da ist irgendwas. Da ist was. Aber keine Ahnung was. Hat hier irgendwas eine falsche Kollision? Ja, würde ich eher sagen. Ist ja auch egal, oder? Okay, dann Tisch gesperrt, räume ich die Stühle wieder weg und dann. So. Bitte runter vom Tresen, dankeschön. Entschuldigung. Bier! Bier! Okay, es kommen nochmal 2000 Euro auf die Rechnung dazu. Ja, wenn schon, denn schon. Weil dann... Flaschen!
jetzt ernsthaft. So, Hausverbot in diesem Laden, so. Ich räume auch auf. Du hast trotzdem Hausverbot. Aua, das war meine Fresse. Zu Recht. Es hat voll weh getan. Zu Recht. Es hat weh getan. Es hat weh getan. Oh Mann, das ist auch noch die Wand. Das sei meine Mutter. Die kommt da mit ihrem großen Bruder. Bezahlt, jetzt komm. Und der große Bruder bringt seine türkische Gangbang. Das sei ich. Ich verkaufe ein Ticket und Gutes. So, da kommt er hier nicht hoch. Da läuft der hoch. Nein. Er hat den großen Zeh von Mount Everest. Okay, Spaß beiseite, ne? So, Prüftest, Eis, Gondelbahn. Ey, rutsch mal ein bisschen rüber, ja? Ich brauche ein bisschen Platz. Ja, ich auch. Ich habe gerade eine Masse Bier und einen riesen Gans oder was auch immer gegessen, die auch noch roh war, ja? Die geht jetzt in mir voll auf. Und Blähungen kriege ich auch. Überleg dir das gut. Gut, diesmal sind wir im Freien. Nicht schaukeln. Hui! Hui! Schade, dass das nicht geht. Das wäre eigentlich witzig. Gleich sind wir oben. Es wird irgendwie wärmer. Wärmer? Ja. Vor allem so im Hosenbereich habe ich gepinkelt. Oh nein! Ja, Mann, was bin ich da nur reingeraten? Oh. Ich weiß auch nicht. Oh, ich glaube, es läuft langsam zu dir rüber. Das ist eher eine Bergstation. Uff. Okay, Sessel 5 ist jetzt kontaminiert. Die Bahnstation müssen wir abreißen. Nächster. Hallo, kann ich auch laufen? Oh, ich sitze noch, warum auch immer. So, guten Tag, wollen Sie den Kaltgetränk? Ein Kaltgetränk am Berg? Ja klar, warum eigentlich das nicht? Für was die ganzen Kühlschränke? Hier ist doch eh schon alles kalt. Wir sind für den Klimawandel vorbereitet. Nun, davor hatten wir hier ein Heißgetränk verkauft, aber ziemlich viele haben ihren Tee mitten über dem Gletscher ausgeschüttet und dann ist der schneller geschmolzen, deswegen. Ah, ja, das bieten jetzt hier nur noch Kaltgetränke an, weil das konserviert den Gletscher, wenn sie jemand ausschüttet. Ja, aber hättet ihr hier keine Kühlschränke, dann würde vielleicht die Klimaumwandlung später eintreten. Wir sind schon für den Fall gerüstet, dass es jederzeit eintreten kann. Das ist schrecklich. So. Jetzt sind wir am Gletscher. Oh, ich hab Bier verschüttet. Nein. Ja, dir kann meine man warme nicht Hose, meine warme Hose lässt hier auch alles schmelzen. Siehst du schon, wie grau das hier alles wird, wo ich stande? Guck mal hier, alles grau. Guck mal, ganzer Strich hier, so, auch so leicht gelblich, ne? Ja, das wohl kommt. Hui. Sehr seltsam. Fix, ey, was machst du da? Ich kann zwar kein Bayerisch, ist auch besser so, aber. Wer kann kein Bayerisch? Ich. Ich auch nicht. Naja. Ja, das ist ja schön hier. So. Nein. Naja. Puh. Ja, kann man hier ein bisschen entspannen da oben. Ja, kann man. Muss man aber nicht, gell? Kann auch natürlich hier oben arbeiten, ne? Zum Beispiel ein Buch schreiben. Sein Geschäft erledigen. Ja. Alles Möglichkeiten für Eventualitäten. Ne? Ja. Hey, bitte schön durch die Drehkreuze durch. Oh, Entschuldigung, ja. Was? Den nächsten Sessel einfach nehmen. Den nächsten? Oh Mann! Ich wusste gar nicht, dass Sessel Gondeln qualmen können. Wenn er eine Zigarette da reinschmeißt, ist ja kein Wunder.
Ja, wohl so, war. Hopp, fahr runter, ich fahr nicht mit dir in den Balken, das ist garantiert nicht. Oh, oh. Geht wieder. Hopp, rein da. Echt? So was ja, erwartest du jetzt von mir? Sessel. Warum? Ja, du bist durchgegangen, natürlich Steakhaus, also willst du jetzt auch runterfahren. Oh, na gut. Und mach deinen Bügel zu, mit 1. Ach krass. Was, wenn ich das nicht mache? Das ist gefährlich. Ich liebe das Risiko. Ma. Oh. So, ich glaube, der verrauchte Sessel ist mittlerweile unten angekommen. Dann kann man den kurz. kurz wieder ent. Kann man den mal säubern, dann wird die Bahn gleich wieder angeschmissen. So schön warten. Und schön den Bügel zumachen. Nee, der ist offen, der klemmt. Der klemmt nicht, das ist eine Bahn von mir. Die wird nichts da. Die klemmt. Die klemmt mehr als alle anderen. Hier tütet was, das ist, glaube ich, nicht gut. Ah, es geht wieder weiter. Ich hab's repariert. Sehr ja, schön. Ja. Ah, ich bin schon Profi. Naja. Oh. Ach, oh, der ist rausgesprungen. Oh. Ich hab das M gedrückt. Ich weiß nicht, was. Das war voll komisch. Hm. Schon mal hinter dich. Der Bereich steht unter Quarantäne. Du stehst ja unter Quarantäne, wenn du so überall rumfurzt. Dazu sage ich nur: Smile. Jetzt komm. Was ist das überhaupt? Ein Tarnfass. Das hast du einen riesen Fass ums rum gemacht. Echt? Ja. Und zwar mit. Das muss ich mir mal anschauen. Ja, lol. Das ist ja lustig. Hä? Draußen bleiben, es ist gesperrt. Ach so, oh. Hab ich nicht gesehen, es sah aus wie grün. Ja, also wenn man da durchgeht, lässt ein Distrikt kurz nicht mehr rein. Noch lässt es es, aber nicht mehr lange. Darf ich jetzt rein? Nein. Hm. Die Bahn hat jetzt geschlossen für eine Weile. Die garagiert so. Jetzt wieder. Ja, wegen dem. Es ist Sturmwarnung, wir müssen leider die Bahn schnell garagieren. Oh, das klingt nicht gut. Ja, also wir werden jetzt hier wohl kurz hier oben. Wir werden jetzt kurz hier oben bleiben müssen. Bitte lass so einen Scheiß. Soll ich dir dann ständig die Map zeigen, wenn du dauernd sowas machst? Bomben machen aber Spaß. Nein. Wir können auch ein paar Runden Sesselbahn fahren oder. Was laggt jetzt hier so? Sind das Internet-Lags? Bombi! Oh, der Tisch ist jetzt komplett weg. Der schöne Tisch, an dem ich saß. Also irgendwas laggt hier extrem. Warte, da liegen noch 2 Bierflaschen im Deck. Ich weiß jetzt nicht, ob es mit denen zu tun hat, aber. Wie sind die FPS bei dir gerade? Bei 15, aber da hinten hängen 2 Gondeln. Und die da kommt jetzt gerade eine dritte dazu. Ich habe nichts gemacht! Das glaube ich nicht. Ich wäre, dass ich nichts gemacht habe. Also,